hat als junger Mensch, gesehen hat als Verfassungsrechtslehrer an der Universität, wie weit eigentlich die Verfassungswirklichkeit mit der Realität in Österreich und den geschriebenen Verfassungen nicht im Einklang steht. Und ich habe gesagt, da gehört was gemacht. Kritik alleine ist zu wenig. Ich versuche, dieses politische System zu reformieren. Und es ist einiges, glaube ich, gelungen. Denn am 3. Oktober ist dieses System zu Ende gegangen. Und es wird zweifelsohne offener und normaler werden. Er sagt, er ist der nette Jörg Haider. Wie würden Sie ihn denn definieren? Also ich würde Jörg Haider so definieren, wenn man ihn so gegenüber setzt. Ist er einer der sympathischsten Menschen, die mir in meinem 76-jährigen Leben je begegnet sind. Nein, das haben wir heute hier hin. Aber. Es kommt ein Aber. Vorsicht. Aber die Haider-Klientel, der Pferdefuß kommt jetzt. Also, ich will jetzt mal meine Definition von Haider, möchte ich gern geben, nach langem Überlegen, wie alles bei mir eine lange Inkubationszeit haben muss. Und Sie haben den Katalog dessen, was ihm angelastet wird, ja schon aufgeführt. War Nazi oder ist er Nazi, ist er Rechtspopulist, ist er Fremdenfeind, ist er und alles, was so dazugekommen. Mhm. Ja? Von all dem stimmt vielleicht ein Teil. Aber ich denke, es ist nicht die Definition, die auf ihn wirklich zutrifft. Und welche Definition ist das? Ich habe in meinem Buch Die zweite Schuld oder von Erlass Deutscher zu sein ein Kapitel, das heißt Der Zwangsdemokrat. Und darunter verstehe ich und führe es aus, dass ein Zwangsdemokrat ein Mensch ist, der in ein demokratisches System hineingeboren ist, aber es eigentlich nicht will, nicht mag. Der autoritäre Ladestock, der in seinem Rücken ist, der ist mit vielem unzufrieden. Justiz ist nicht hart genug, das ist alles zu weichlich. Und es wird nicht richtig durchgegriffen, Zucht und Ordnung ist nicht da, so wie der autoritäre Ladestock im Rücken dieses Menschen, den ich Zwangsdemokraten denke, es empfindet. Und natürlich immer im Namen der Demokratie kämpft er darum, die Verfassungswirklichkeit und ihre Freiheiten einzuengen. Ich wiederhole, immer im Namen der Demokratie. Ich habe damals, das ist 1987 gewesen, einen Namen genannt. Das heißt, den Mann, den ich für den Prototypen eines Zwangsdemokraten halte, und der hieß, Herr Gloß, Sie sitzen fest, Josef Strauß. Franz Josef Strauß hat das als Anlass genommen, ich war sicherlich nicht der Einzige, gegen den er prozessiert hat, das zu einem Anstand hat dagegen geklagt, und zwar durch die ganze Distanz, über seinen Tod hinaus. Seine Kinder haben das weiter geführt, und das höchste deutsche Gericht hat mir bescheinigt, Giordano darf Franz Josef Strauß einen Zwangsdemokraten nennen. Hurra! Allerdings mit einer Einschränkung, nicht im Zusammenhang mit dem Nazireich. Nun sage ich ebenfalls, und ich schwöre hier, dass ich Franz Josef Strauß eben einen Zwangsdemokraten genannt habe, ohne Beziehung zum Nazireich. Und ich denke, Jürgen Haider, das ist eigentlich das, was mir bei Ihnen in all diesen Jahren und Jahrzehnten immer in den Kopf gekommen ist. Lassen Sie mich noch einen Satz zu Ende sprechen, Herr Böbel. Dann wird Haider wird schon sagen, was er dazu denkt. In den Hals gestopft, lassen Sie mich ein bisschen ungeduldig sein und dabei anhören, was er vielleicht also so noch nicht gehört hat. Ich denke, dass Sie kein Nazi sind. Nein. Das heißt, jemand, der den Kaltenbrunner und Hitler und den Eichmännern und Stange ins Auge geschaut hat, direkt oder indirekt, symbolisch oder buchstäblich, der kennt den Unterschied sehr wohl. Simon Wiesenthal hat dasselbe gesagt. Sorry, mein alter Freund Simon Wiesenthal hat das gesagt und hat gemeint, man hat keine Furcht, wenn man eine solche Biografie hat vor Haider. Und ich denke, wir brauchen auch keine Furcht vor ihnen zu haben, dass wir ein Nazi sind. Aber sie appellieren mit ihrer Politik an etwas, was Leute und Menschen, die so empfinden, sympathisch stimmt für sie und sie wählen lässt. Und wenn ihnen ihre politische Karriere etwas wert ist, sollten Sie von diesen Leuten Abstand nehmen, denke ich, und Ihnen klar machen, dass Sie nicht so sind,
wie Sie das denken. Lassen Sie mich noch etwas sagen. Nein, gestern hat mich ein alter... Ein Moment. Nicht, jetzt geben Sie ihm schon Ratschläge, der soll erst mal sagen... Ja, ob er, die Pointe kommt doch jetzt. Oh Gott, ja. Und die ist ganz kurz. Und die ist ganz kurz. Sie entschuldigen sich, das traurig. Das heißt also, gestern hat mich ein Mann angerufen, der in dieser Szene sehr bewandert ist. Ja. Und der gesagt hat, also, und mich ausdrücklich autorisiert hat, das hier auch sagen zu dürfen. Und Herr Heider, das ist kein persönlicher Anwurf, sondern eine politische Einstufung. Ja. Der hat gesagt, ja, der Heider ist ein politischer Bösewicht, aber er hat nicht das Zeug zu einem großen politischen Bösewicht. So, also, zwei Vorwürfe. Erstens sind Zwangsdemokrat, zweitens sind Bösewicht, aber kein großer Bösewicht. Stört Sie das? Ich finde das einmal erstens ganz toll, dass ich heute dem Ralf Giordano so locker gegenüber sitze. Denn wir haben einmal eine Begegnung gehabt, eh bei Ihnen, wo Sie am Beginn gesagt haben, eigentlich wollen Sie gehen, weil Sie eine Verachtung für mich empfinden. Ich finde, das ist schon ein Fortschritt zwischen uns zwei, dass wir uns heute auch sympathisch finden. Das ist einmal ganz was gut. Was nicht auf politische Übereinstimmung. Nein, wir müssen uns nicht lieben. Aber nein. Zwangsdemokrat ist eine sehr richtige Charakteristik, denn wir Österreicher sind bis zu einem gewissen Grad Zwangsdemokraten. Wir leben in einem Zwangskammernsystem, da gibt es Pflichtmitgliedschaften, Zwangsmitgliedschaften. Das ist eine Zwangsdemokratie in vielen Bereichen. Und meine Aufgabe mit meinen Freiheitlichen war es und ist es, diese demokratischen Zustände, wie sie sich vorgefunden haben, als zum Teil oft sehr scheindemokratische Zustände, in eine echte Demokratie überzuführen. Daher haben wir für... Was es nach mehr, bisher nicht war. Für mehr Demokratie, auch jetzt im Regierungsprogramm, unsere Stimmen erhoben. Ich war der erste Regierungschef, der eine Direktwahl von Regierungsorganen möglich gemacht hat. War eine lange Diskussion. Heute wird es in ganz Österreich diskutiert und in vielen Bundesländern nachgemacht. Wir haben jetzt durchgesetzt, dass bei Volksabstimmen, bei Volksbegehren, wenn sie 15% der Bevölkerung zustimmen, verpflichtend eine Volksabstimmung durchzuführen ist. Das würden sich die Deutschen wünschen, so ein System zu haben, damit sie mehr mitentscheiden können und nicht alles von den Politikern über ihre Köpfe hinweg gemacht wird. Ich glaube, dass das schon ein elementarer Fortschritt ist und wir wollen aus dieser Zwangsdemokratie, die vorgefunden worden ist, ausbrechen. Sie wollen als direkt gewählter Bundeskanzler in Österreich werden. Das wird noch kommen, das ist keine Frage. Ja, genau, das ist noch festmachen, aber er hat unter einem Zwangsdemokraten was anderes. Ich weiß schon, was er gemeint hat. Ich sage, das stimmt schon mit der Zwangsdemokratie in Österreich. Nur das andere, mit Verlaub, kann ich nicht so akzeptieren. Nicht? Denn das heißt ja, dass es eine Reihe von Leuten gibt, die einfach das Recht haben, andere zu qualifizieren und zu sagen, du bist gut und du bist böse. Und du bist mit im Mainstream der Politik, du verhältst was dich Sie ordnungsgemäß. Noch nie gemacht haben, du bist, du hältst, ja, Sie sind, noch nie gemacht, Sie predigen heute halt Political Correctness, da gibt es Tabus, über die darf man reden, über die darf man nicht reden, und da machen Sie die freie Meinungsäußerung allmählich zum halsbrecherischen Risiko für Worüber die Menschen. Darf man denn also bei so gesehen, das, ich könnte auch sagen, was Sie wollen. Wo gibt es denn bei Ihnen ein Tabu? Wo gibt es bei Ihnen Gott, ein Tabu? Worüber sei, kann man nicht Gott reden? Sei Dank nicht, denn ich glaube, eine Demokratie, die fest ist und die solide ist, braucht keine Angst vor Diskussionen zu haben. Das ist das ganz Entscheidende. Können Sie sich denn einsetzen, dass dieser Journalist wieder eingestellt wird, der gestern entlassen wurde? Was soll ich? Intervention? Er ist ihretwegen entlassen worden, weil er kritische Kommentare zu Ihnen geschrieben hat. Mit dieser Begründung. Das ist eine Behauptung, des die Sie aufstellen. Des Verlegers. Ja, aber der Herr Verleger ist also der ÖVP-Angehörige. Und hat egal, aber Sie können sich doch trotzdem einsetzen dafür, dass das Prinzip, was Sie wenn es Ihnen ein Anliegen ist, mache ich das. Okay, und Sie, ja. Sie werden sich darum kümmern, dass endlich das Rundfunkmonopol des Staates in Österreich abgeschafft wird. Also, ja? Okay. Thank you.